Hallo Freunde der 3D-Computer-Animation, kurz in Englisch. Briefly in English, this is a German tutorial like most of the others. We're gonna um, create a ball and roll it from right to left. Sounds trivial, but it isn't, because rolling is different from shifting. Ja, wir machen heute eine kleine Animation, die ganz trivial wirkt, nämlich wir lassen eine Kugel von rechts nach links rollen. Das klingt einfach, ist es aber nicht, denn eine Kugel von rechts nach links zu schieben, das ist einfach, aber sie rollen zu lassen, ist eigentlich gar nicht einfach. Und dazu suchen wir uns eine Kugel hier. Und die Kugel steht schon hier, das ist wunderbar. Ich bin von diesem Fenster nochmal, ich zeige es euch, kurz äh, Leertaste drücken, dann über dieses Fenster mit der Maus schweben, nochmal kurz Leertaste drücken, bin ich in der Seitenansicht. Die gefällt mir sehr gut für das, was ich hier vorhabe. Drücke die Taste W, um die Kugel etwas höher zu positionieren und etwas hierhin zu positionieren. Und jetzt möchte ich gerne, dass die sich von hier nach hier bewegt in, sagen wir mal, 5 Sekunden. Das ist von Frame 1 bis ungefähr Frame 120. Gut, wir sind bei Frame 1. Ich drücke ein die Taste S und gehe zum Ende meiner Animation und drücke wieder die Taste S. Ist eigentlich nicht notwendig, denn wenn das hier unten ist, äh, an ist, blau ist, dann ist der Auto-Keyframe an. Das heißt, wenn ich was verändere, nachdem ich einmal ein Keyframe gesetzt habe, merkt sich das Ding, jetzt ist es gemeint und setzt automatisch den nächsten Keyframe selber. Ich habe zwei Stück am Ende und am Anfang und die Animation sieht so aus und das ist eben die Kugel, die ähm, von rechts nach links schwebt oder ähm, rutscht, aber sich nicht dreht. Und damit man das noch deutlicher sieht, rechte Maustaste, Assign New Material, gib irgendein neues Material, drücke hier auf das Schachbrett neben dem, der Farbe und gebe ihm hier zum Beispiel ein Schachbrett und damit man das auch sieht, hier anklicken. Textured. So, nochmal die Animation. Sie rutscht und sie dreht sich nicht. Also könnte ich ja denken, gut, dann muss ich sie halt rotieren lassen, drücke die Taste E, gehe zum Ende der Animation, das ist diese Taste hier zum Beispiel, oder hier unten rutschen, und dann sage ich, gut, soll halt sich ein bisschen drehen. Dann sieht die Animation so aus. Das Ding rutscht halt und dreht sich so ein bisschen. Und ab jetzt ist es quasi ein Trial and Error, um diese Drehung richtig hinzukriegen. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter gedreht, mal gucken, was dann passiert. Es rutscht auch noch, ich müsste es eigentlich viel weiter drehen, um das hinzukriegen. Ähm, jetzt könnt ihr dir sagen, gut, ich habe ja in Mathe gelernt, der Umfang ist 2rpi. Da kann ich genau ausrechnen, wie viel ich drehen muss, um diese Distanz zu überwinden. Ja, und so hat man das früher auch gemacht. Ist aber insofern gar nicht trivial, als wenn ihr hier in Windows reingeht zu Animation Editors, zum Graph Editor. Weil ihr seht, dass diese Kurven, das ist jetzt die. Sind die Drehungs, ist die Drehungs- und die Bewegungskurve, dass die nicht linear sind. Und äh, die kann man linear machen, das heißt, dass die schön sofort mit derselben Geschwindigkeit startet, wie sie auch endet. Aber eigentlich äh, ist es in vielen Animationen eigentlich fast immer schön, wenn die Sachen einschwingen und dann auf eine andere Weise enden, sanft enden zum Beispiel. Und ähm, wenn man dann diese Gleichung 2RP drauf anwenden will, dann landet man quasi im Nichts, denn ich habe hier äh, nichts Lineares, worauf ich das mehr anwenden kann. So, weil ich gerade in dem Fenster drin bin, zeige ich euch mal Translate X. Da ist nichts, weil ich nämlich in die x-Achse, die geht in unser Bild hinein keine Animation gemacht habe. In Y sehe ich hier auch nichts, weil ich nämlich nicht nach oben animiere. In Z sehe ich aber was. Drückt die Taste F, dann seht ihr diese Kurve. Das ist die Translate Z Kurve. Hier könnt ihr ihr die Sachen jetzt bewegen und so weiter. Die normalen Werkzeuge, äh, W in dem Fall für bewegen, wirken hier auch. Ähm, das hier wieder die Taste F ist meine Rotation, ist die Rotation um die X-Achse, die ich gemacht habe. Ich könnte die, indem ich hier angreife und dann nach oben bewege und wieder F drücke, äh, habe ich diese Animation etwas, die Drehung etwas stärker gemacht, aber das ist wie gesagt ein Trial und Error und so weiter. Hier habe ich wieder nichts, 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 nichts. Dass ich das alles ähm, gekeyed habe, hier sitzen die Keyframes, die aber keine Kurve haben, also quasi nutzlos sind, um die alle wegzukriegen, gibt es hier einen wichtigen Befehl, geht zu Edit, Delete by Type und jetzt Delete by Type findet ihr die Channels. Wenn ihr die Channels, das sind die Kanäle, die in diese Kugel reingehen, löscht, dann löscht ihr die komplette Animation. Wenn ihr aber die Static Channels löscht, das heißt die, wo sich nichts tut, dann wird der aufräumen im Graph Editor. Seht ihr, jetzt habt ihr nur die beiden, die dann noch da sind. Das wollte ich nur mal gerade zeigen. Gut, äh, wir werden aber jetzt an den Anfang der Animation gehen und diesen Befehl radikaler nutzen. Delete by type channels und damit ist die, sind die roten Linien hier weg. Und wenn ich die Animation laufen lasse, dann passiert nichts, weil die Kugel einfach äh, so ist, wie, sie, wie ich sie ursprünglich reingesetzt hatte. So, und jetzt, hier möchte ich sie auch schachbrettmäßig sehen möchte ich sie rollen lassen und dazu nutze ich jetzt die dynamischen Module in Maya und dann rollt sie nämlich richtig und egal wie äh, schnell sie beginnt und wie schnell sie endet oder wie langsam sie endet, sie rollt richtig dazu brauche ich eine Fläche, auf der ich sie rollen lasse und dann nehme ich zum Beispiel die hier mache die schön lang eigentlich wollte ich sie lang machen so genau und auf dieser Fläche soll die Kugel rollen. Um die äh, Kräfte wirken zu lassen in Maya, muss ich Festkörper erzeugen. Und äh, diese Fläche soll fest sein, aber nichts weiter tun. Sie soll für die Kugel quasi als eine harte Fläche äh, spürbar sein, durch die sie nicht einfach durchfällt. Ich habe sie also ausgewählt, gehe hier zu FX, Special Effects sozusagen. Und hier bei Fields Solvers habt ihr die Create Passive Rigid Body. Ihr erzeugt einen passiven, Festkörper, der sozusagen nichts tut, der fliegt nicht weg, der nimmt dann kein Billard äh, teil, dass er selber wegkickt oder selber was tut. Der ist einfach da und er ist hart. Diese Kugel aber, die mache ich auch hart, aber die wird aktiv sein und der gebe ich jetzt einfach ein uniformes Feld. Das heißt gleichförmiges Feld, was sie von rechts nach links schieben soll. Ich klicke das mal so blind. Das Feld sitzt hier, das spielt keine Rolle für unser Experiment. Und wenn ich die Animation laufen lasse, rutscht die Kugel nach rechts. Wohlgemerkt, nach rechts. Denn das ist die x-Achse hier nach rechts. Das ist die Standardeinstellung von diesem Einheitsfeld. Und wohlgemerkt, sie rutscht. Das heißt, sie dreht sich nicht. Ich will sie ja eigentlich, dass sie sich natürlich dreht. Gut, jetzt müssen wir erst die Richtung fixen. Sie soll sich in diese Richtung bewegen, in die x-Richtung. Und ihr seht hier das uniforme Feld im Attribut-Editor. Und da interessiert uns die Stärke, die Magnitude, und die Richtung, die Direction. Und bei der Direction geht es in die Richtung X. Da ist eine 1 und da mache ich jetzt eine 0 draus. Und wenn das Feld nach oben gehen sollte, dann würde ich hier eine 1 reinschreiben. Aber so schreibe ich hier eine 1 rein. Das ist die Z-Richtung, in die die Kugel gehen soll. So, mal schauen, was passiert. Das tut sie auch. Und sie rollt natürlich nicht. Und sie rollt aus einem ganz einfachen Grund nicht, weil sie nämlich die Unterfläche nicht spürt. Das Feld bläst sie so einheitlich hier rüber, als hätte sie keinen Widerstand unten. Es ist einfach ein, ein Schieben. Ich könnte die Fläche genauso hier weg machen. Die Kugel würde sich ganz genauso bewegen. Und die möchte, damit das Ganze funktioniert, eine Schwerkraft haben. Und da gebe ich ihr bei Fields Solvers die Gravity. Und jetzt sieht die Sache so aus. Und sie setzt sich langsam in Bewegung, wie wir sehen. Äh, viel zu langsam. Und äh, jetzt wollen wir unser Feld einfach etwas stärker machen. Uniform Field. Das drehen wir zum Beispiel von die Magnitude von auf 25 von 5. Und dann rollt unsere Kugel sehr authentisch. Los und dann kann ich die Animation hier noch ein bisschen länger ziehen. Und dann rollt sie weiter. Und sie rollt so, wie sie rollen soll. Und äh, wenn mir der Dots, der ganz am Anfang da ist, weil sie nicht absolut drauf sitzt, sondern nur sondern eine Kleinigkeit da ist, sie macht so einen kleinen Dots, tack. Äh, wenn mir der nicht gefällt, setze ich sie halt gleich am Anfang schon richtig drauf. Muss ich noch mal etwas. Genauer hier hingehen, so. Setze ich sie noch ein bisschen tiefer, dann wird der Dotz kleiner. Dann greift sie sozusagen sofort an und damit haben wir unsere Abrollung erledigt. Und zwar mit den ganz natürlichen Kräften. Sie fällt natürlich da hinten runter, weil nichts mehr zu spüren ist von der unteren Fläche.